So, hallo und herzlich willkommen bei Zum Glück gespart. Mein Name ist immer Christian und ich möchte heute einfach mal an diesem wunderschönen Tag, wir haben heute, ich glaube 25 Grad werden es heute, also keine Wolke am Himmel, so soll es den ganzen Tag auch bleiben, einfach mal das Potenzial der Elektromobilität besprechen. Natürlich, klar, nicht bei jedem ist die Elektromobilität gleich praktisch und gleich gut, nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten, aber ich möchte einfach mal anhand meines Beispiels euch zeigen, wie es laufen könnte, was man machen kann und eben auch mal darauf eingehen, warum man nicht eben allen Berichten und Medien Geschreibsel glauben kann, glauben muss. Es ist wirklich alles sehr individuell und jeder kann seine Vorzüge daraus ziehen. Elektroautofahren kann wirklich sehr preisgünstig sein. Elektroautofahren kann sehr umweltbewusst, umweltfreundlich sein. Aber man kann natürlich auch viele Fehler machen und ich bin eher so, ich sage einfach mal, was das angeht, so ein Sparfuchs, versuche natürlich da nicht unnötig viel Geld auszugeben für die Elektromobilität und versuche alle Vorzüge in dem Fall zu nutzen. Auszunutzen für mich und entsprechend dann auch umweltfreundlicher zu sein. Und das zeigen wir heute mal in diesem Video, wie das funktioniert. So, bevor wir jetzt loslegen, wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, müsst ihr natürlich wissen, wie es jetzt bei mir zurzeit der Status quo ist, damit ihr euch besser reinversetzen könnt, wie man das halt so machen kann. Das heißt natürlich, dass es grundsätzlich nicht bei jedem so ist, das weiß ich auch. Und wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, wie es zum Beispiel ist, wenn ich in einer ganz normalen Mietswohnung wohne oder in einem Mehrfamilienhaus, vielleicht auch keine Möglichkeit habe, zu Hause zu laden, wie da die Elektromobilität ausschaut. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber ich möchte euch heute jetzt erstmal hier zeigen, wie es laufen kann, nicht laufen muss und worauf man achten sollte und wie man eben das Beste aus der Elektromobilität rausholen kann. So, wie ihr vielleicht schon hier im Hintergrund sehen könnt, steht hier also mein Tesla Model Y. Ich habe also die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Ich habe auch entsprechend eine Solaranlage auf dem Dach, die ungefähr mit 10 Kilowatt Peak ausgelegt ist. Ich habe hier in diesem Fall eine Ost-West-Ausrichtung, das heißt morgens, wenn die Sonne ausgeht, bekomme ich schon jede Menge Solarstrom ab und abends, wenn die Sonne untergeht, bekomme ich entsprechend von der anderen Seite auch noch mal ein bisschen was ab, sodass es immer schön verteilt ist über den ganzen Tag. Natürlich ist es im Sommer logischerweise deutlich, deutlich besser als im Winter. Im Winter gibt so eine Solaranlage natürlich nicht so viel ab, aber jetzt gerade im Sommer kann man das voll ausnutzen und ich bin auch so zufrieden mit der Ausbeute. Also ich habe wirklich konstant ab morgens direkt, wenn die Sonne scheint, eben Energie und kann damit eben das Haus speisen und aber auch, wenn es sein muss, jetzt geht das Tor hier zu, das Auto. So, und jetzt ist es folgendermaßen, dass ich also in der Spitze, wenn die Sonne am höchsten steht und wirklich die Sonne scheint, kriege ich so ungefähr 7 Kilowatt pro Stunde hin. Das bedeutet, damit kann man natürlich ein Tesla nicht schnell laden, das funktioniert nicht und ich komme auch nicht auf Spitze 11 kW. Ich kann den Tesla aber hier runterdrosseln auf bis zu 5 Ampere, das bedeutet ungefähr 3,6, 3,7 Kilowattstunden und wenn ich das halt eben so mache, dann lade ich fast gratis. Also fast gratis bedeutet natürlich in dem Zusammenhang immer, man hat natürlich für die Solaranlage auch eine ganze Menge Geld ausgegeben. Das muss sich auch erstmal amortisieren. Diese Amortisierung passiert aber eigentlich schon automatisch über den Bedarf, was das Haushalt eben gerade benötigt. Und mit den Jahren, so eine Solaranlage hält so 20 Jahre, sage ich jetzt mal, macht sich so eine Solaranlage immer bezahlt, auch wenn ich kein Elektroauto hätte. Aber natürlich, wenn ich Elektroauto fahre, geht das noch deutlich schneller. Ja, so lohnt sich natürlich eine Solaranlage doppelt. Ich kann also das Haus damit speisen und aber auch das Auto mit Strom befüllen und das auch noch fast gratis, sage ich jetzt einfach mal, mit bester Sonnenenergie, also ökologischer, ökonomischer geht es im Grunde genommen gar nicht mehr. Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, das so zu tun und nicht das ganze Jahr über funktioniert das auch so, aber jetzt in meinem Fall, jetzt gerade zur Zeit, lade ich halt auch wieder das Fahrzeug. Ich habe jetzt gerade, wie spät haben wir es? Also wir haben jetzt 9 Uhr, ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Solaranlage hat so ungefähr zurzeit 5 Kilowatt, was sie so produziert. Das heißt, ich lade den Tesla gerade mit 7 Ampere, das müssten auch so rund 5 Kilowatt sein, bisschen darunter glaube ich oder ein Stückchen darüber, keine Ahnung.
auf jeden Fall so, dass es gerade ziemlich genau passt, dass ich nicht noch grundsätzlich was dazu zahlen muss. So, also wie funktioniert das jetzt bei mir im Alltag? Also wenn ich jetzt überlege, meine Arbeitsstätte ist jetzt auch nicht so weit weg. Also ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich so grundlegend erstmal perfekt für die Elektromobilität aufgestellt. Mein Arbeitsweg ist eben nicht so weit. Ich fahre so roundabout 10 Kilometer eine Strecke, also 20 Kilometer insgesamt hin und zurück. Und verbrauche, also der Tesla verbraucht jetzt hier so im Schnitt Sommer-Winter-Mix 18 Kilowattstunden. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine schlaue Liste hier gucken, denn jetzt müsst ihr wissen, ich fange um 10 Uhr morgens an zu arbeiten. Das heißt also, ich bin jetzt auch kein Frühaufsteher. Ich stehe zwar sehr früh auf, aber ich muss dann auch nicht so früh zur Arbeit fahren. Und in dem Fall passt das mal morgens auch ganz gut, das Auto noch so ein bisschen zu laden. Also ich lade meistens immer, gerade so in den Sommermonaten, oder in den Frühlingsmonaten, auch noch im Herbst, meistens morgens eben das Auto noch mal mindestens eine Stunde auf. Und jetzt, wie gesagt, einen kleinen Spickzettel habe ich jetzt hier, wenn ich mir überlege, dass wenn ich jetzt im Schnitt, sagen wir mal, mit Verbräuchen, mit Phantomverbräuchen, mit Verlusten beim Langsamladen und so weiter und so fort, verbrauche ich 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, dann sind das also 2 Kilowattstunden logischerweise auf 10 Kilometern. Und wenn ich dann eine Stunde lang lade morgens, komme ich also schon mit diesen, sagen wir einfach mal 4 Kilowatt, die ich dann pro Stunde lade, meine 20 Kilometer locker hin. Das heißt also im Grunde genommen, ich habe den kompletten Hin- und Rückweg gratis über die Sonne geladen und das macht natürlich Laune. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, wie ist das jetzt, wenn die Sonne gerade mal nicht so scheint und wenn die Ausbeute nicht so hoch ist? Vollkommen richtig, das ist auch nicht immer so und das sind auch nur optimale Zeiten, sage ich jetzt mal. Und so wie das Wetter zum Beispiel heute ist, ihr kennt das, in Deutschland ist das in der Regel nicht so. Aber vom Grundprinzip, also selbst wenn ihr 2 Tage in der Woche frei habt und ein Tag ist davon auch nur schön, also die Solaranlage schafft an guten Tagen, ich sage jetzt einfach mal so roundabout 50 Kilowattstunden. So, und da kann man schon einiges in so ein Auto reinfüllen, damit der Akku sich füllt. Das heißt also, ich kann auch schon wieder weitere Strecken zurücklegen, wenn das Auto denn dann auch mal hier steht, wenn ich frei habe und ich nicht irgendwie unterwegs bin. Aber ich muss sagen, ich time das irgendwie mittlerweile immer so. Man richtet sich natürlich so ein bisschen auch so nach dem Wetter. Wenn man es ökologisch haben möchte, wenn man es kostengünstig haben möchte, lädt man dann in diesen Fällen halt dann eben nicht nachts oder wenn die Sonne nicht scheint. Man versucht dann, das alles so auszunutzen, dass es gut passt. Genauso wie mit den Verbräuchten halt auch im Haus. Ob das jetzt Spülmaschine ist, Waschmaschine, Trockner, die stellt man dann natürlich nach Möglichkeit immer dann an, wenn die Sonne scheint. Ich habe zwar noch einen Speicher hier, der das alles zwischenspeichern könnte, das ist aber ein anderes Thema, der läuft auch zurzeit nicht. Da könnt ihr euch gerne einige Videos aus meinem Pool anschauen. Da geht es nämlich um den Senec-Speicher. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich sage mal nur, wenn ich jetzt eine reine Solaranlage habe, ohne Zwischenspeicher, dann macht es auf jeden Fall Sinn, immer so zu arbeiten, wie auch eben die Sonne scheint oder so irgendwo seine Verbräuche zu steuern, dass es eben mit der Sonne auch passt. So, was muss man jetzt noch berücksichtigen? Es ist natürlich so, dass ich nicht nur jeden Tag zur Arbeit fahre und zurück oder halt auch nur ganz kurze Strecken fahre, was ich jetzt eben beschrieben habe. Es gibt natürlich auch in meinem Leben den einen oder anderen Urlaub, wo man natürlich dann weitere Strecken zurücklegt, wenn man nicht gerade fliegt, fahre ich die. Also ich muss mal dazu sagen, seitdem ich jetzt ein Elektroauto habe, fahre ich also deutlich mehr elektrisch in den Urlaub, also mit dem Auto, anstatt dass ich fliege, weil es für mich einfach irgendwo kostengünstiger ist, aber auch bequemer, meiner Meinung nach. Das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, wie er es gerne machen möchte. Ich bin natürlich mit dem Flugzeug deutlich schneller, aber ich fahre sehr entspannt in den Urlaub mit dem Elektroauto und bei mir beginnt der Urlaub, sobald ich losfahre. Ja, und wenn eben der große Sommerurlaub beispielsweise ansteht, dann ist es so, dass ich also versuche, je nachdem wie das Wetter ist, eben entsprechend hier auch nochmal das Auto komplett so weit voll zu laden, fahre eben dann los und wenn man jetzt eine Strecke hat zwischen, keine Ahnung, 500 Kilometer und 1500 Kilometern, also ob das jetzt Italien ist oder Nordsee oder Ostsee, alle Strecken können mit einem Elektroauto oder mit einem Elektroauto bewältigt werden, das ist überhaupt kein Problem. Man muss natürlich dann zwischendurch laden, das ist ganz logisch und da muss man zu den sogenannten Schnellladern fahren. Ich fahre natürlich dann in dem Fall zu den Tesla Superchargern, weil das für mich sehr unkompliziert ist. Die Kostenstruktur ist da völlig in Ordnung meiner Meinung nach. Also da gibt es deutlich mehr Chaos auf dem deutschen Markt, was die
Tarife angeht, als das jetzt bei Tesla in dem Fall der Fall ist. Ich bin da sehr zufrieden mit, weil die Ladesäulen funktionieren auch immer. Ich habe da keine Probleme. Das Auto führt mich direkt zu den Punkten eben entsprechend hin. Und dann muss ich natürlich dann auch dafür bezahlen. Und jetzt möchte ich ungern eine riesige Diskussion darüber anzetteln, wie es ist, dass man halt, keine Ahnung, 30, 40 Minuten lang laden muss, alle 300 oder 400 Kilometern, und dass das ja viel zu aufwendig ist und dass das einem viel zu lange dauert. Dazu möchte ich einfach nur sagen, für mich speziell hat es soweit immer gepasst. Also das Fahrzeug wurde ruckzuck am Supercharger gefüllt. Ich bin froh, wenn ich alle 300 Kilometer mal eine kleine Pause machen kann, mir die Beine vertreten kann, pinkeln gehen kann, was weiß ich, sind ja oft dann auch Kinder mit hinten drin, die wollen sich auch die Beine vertreten, die haben auch Bedürfnisse, die wollen was essen, trinken und was auch immer. Also die Zeit geht auf jeden Fall jedes Mal ruckzuck rum und der Wagen ist meistens schon längst fertig, bevor ich oder wir überhaupt weiterfahren können. So, und jetzt sage ich euch nochmal was dazu. Jetzt macht euch mal nichts vor, wenn ihr beispielsweise 2 oder 3 Mal im Jahr in den Urlaub fahren wollt mit dem Auto und weitere Strecken zurücklegt und sagt dann, das ist mir alles viel zu stressig, viel zu aufwendig mit dem Elektroauto. Ich muss dann 3 Mal für diese Strecke laden. Dann bin ich jedes Mal eine halbe Stunde irgendwie gebunden an diese Ladestation und das nervt mich. Deswegen würde ich kein Elektroauto kaufen. Das kann man vielleicht unter Umständen eine Sekunde lang irgendwie noch verstehen. Aber kauft ihr denn wirklich euer Auto wegen 3 oder 4 mal im Jahr, wo ihr weiter unterwegs seid, weitere Strecken zurücklegt? Wo ist denn da der Sinn hinter, eure Autowahl so auszulegen auf eure paar wenigen Urlaube, die ihr im Jahr habt? Und ich sag mal, im Grunde genommen, das ganze Jahr über, die meiste Zeit würdet ihr mit einem Elektroauto super hinkommen. Da müsst ihr halt mal drüber nachdenken und nicht immer nur diese negativen Seiten eben sehen. Man kann sich auch gerade diese negativen Seiten auch sehr, sehr schön reden, muss ich sagen. Auch diese etwas niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit beispielsweise, die ich mit dem Elektroauto habe, wenn ich jetzt 130 fahre, um den Verbrauch halt nicht in die Höhe zu treiben, ist halt auch ein sehr angenehmes Fahren und man kommt auch sehr schnell immer noch von A nach B. Man kann meistens eh nicht so die ganze Zeit durchkacheln mit 200. Das geht auf Deutschlandstraßen in der Regel halt auch nicht mehr. Also auch das, nicht nur die Sicherheit, auch viel entspannter kommt man an und eben hin und wieder macht man mal eine Pause. Ich kenne die wenigsten, die 1000 Kilometer ohne Pinkeln durchfahren oder sie machen sich halt in die Hose. Keine Ahnung, wie das dann im Auto aussehen soll. Ich mache das jedenfalls nicht. Ich mache gern mal eine Pause, trinke mal einen Kaffee, gehe mal auf Toilette und was weiß ich, was dann noch so anfällt. Und dann ist der Wagen auch schon wieder ruckzuck voll. So solltet ihr aber jetzt nicht in dem Genuss sein und habt ein Eigenheim oder habt eine Solaranlage auf dem Dach, dann müsst ihr auch nicht sofort denken, dass Elektromobilität total kacke ist. Nein, so ist es eben nicht. Es gibt halt so ein paar gewisse Dinge, die man berücksichtigen sollte, die man wissen sollte, die man vielleicht einplanen sollte, wenn man sich ein Elektroauto zulegt. Und das ist beispielsweise schon der erste Punkt. Es gibt halt einen riesigen Tarifdschungel, meiner Meinung nach, was die Lademöglichkeiten angeht. Und das Schlimmste, was ihr im Grunde genommen machen könnt, ist dieses ganz normale Ad-Hoc-Laden, also irgendwo hinfahren, ohne dass ihr jetzt beispielsweise eine spezielle Ladekarte von einem Anbieter habt mit einem speziellen Tarif dahinter. Dann ist natürlich Laden meist recht teuer. Wenn man sich aber so da ein bisschen durchwuselt und einfach die, also wir machen jetzt keine großartige Beschreibung von den Tarifen, die es da gibt, das möchte ich gar nicht machen, das wird auch zu weit führen, dafür kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Ich muss wieder sagen, ich habe eigentlich nur die NBW-Karte und fahre zu den Tesla Superchargern. NBW, im Grunde genommen nur, hatte ich da beispielsweise damals für Italien, weil ich da im Umkreis eben keinen Supercharger hatte, wo ich mal eben hinfahren kann. Das waren dann schon ein paar Kilometer mehr und da habe ich die ein oder andere NBW-Ladesäule gesehen und deswegen habe ich mir die damals zugelegt. Das war auch super einfach, super praktisch und ob ich da jetzt so 4-5 Cent mehr pro Kilowattstunde zahle, war mir in dem Fall auch egal, weil es halt nicht andauernd vorkommt. Egal. Jedenfalls, wenn ihr euch ein Elektroauto zulegt, solltet ihr von verschiedenen Anbietern schon so 3-4 Karten bei euch im Portemonnaie haben, um einfach auch gewisse Eventualitäten gerüstet oder vorbereitet zu sein. Es macht auf jeden Fall Sinn, mehrere Karten zu haben, denn ihr habt natürlich nicht immer die Möglichkeit, bei einem Anbieter vielleicht auf eurem Weg zu laden. Vielleicht ist mal der Anbieter besser gelegen auf der Reiseroute und deswegen macht es sowieso schon mal Sinn, mehrere Karten zur Verfügung zu haben, um halt nicht die höchsten Preise zu zahlen. Das ist vielleicht am Anfang etwas kompliziert, sich da reinzufuchsen und einfach die günstigsten Tarife für einen zu finden. Und ob ich jetzt irgendwelche Verträge da eingehe über längere Laufzeiten
oder was auch immer. Das muss jeder so für sich selber entscheiden, wie man es da am besten machen kann. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, Kosten zu sparen. Wenn man sagt, okay, mir eigentlich völlig egal, dann braucht ihr auch keine Karte, dann könnt ihr laden, wo ihr wollt. Dann müsst ihr halt eben den teuersten Kurs dafür bezahlen. Dann ist das aber euer Problem. Ich würde es so nicht machen. Ich würde schon immer schauen, wo ich halt was sparen kann, wenn ich eben kein Tesla fahre und sowieso zu den Superchargern fahre, die recht, meiner Meinung nach, im Preis-Leistungs-Verhältnis noch recht günstig sind. Apropos Supercharger, ihr könnt auch mit Fremdmarken natürlich zu Superchargern fahren, dann zahlt ihr entweder eine Grundgebühr oder eben eine etwas höhere Gebühr beim Laden pro Kilowattstunde. Aber auch das rechnet sich. In vielen Fällen ist das Supercharger-Laden für Fremdmarken trotzdem immer noch deutlich günstiger, als wenn ihr jetzt andere Ladekarten oder andere Ladeanbieter nutzt. Auch hier lohnt es sich definitiv zu vergleichen, denn das Tesla Supercharger-Netz ist sehr gut ausgebaut und die Ladesäulen funktionieren im Grunde genommen immer. Also ich hatte bis jetzt wirklich noch nie eine Ladesäule, die nicht funktioniert. Es gibt natürlich immer wieder Berichte, dass mal auch eine Ladesäule bei Tesla nicht funktioniert, aber das ist eher, gehört der Seltenheit an. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, die sind sehr zuverlässig und sehr einfach zu bedienen. So, hier nochmal als kleine optische Erläuterung, hier könnt ihr das nochmal sehen. Also ich lade jetzt gerade den Tesla auf mit 7 Ampere. Ich könnte also auch mit 16 Ampere laden, dann würde ich eben auf die 11 Kilowatt pro Stunde kommen, was meine Wallbox in dem Fall auch schafft. In dem Fall sind es jetzt 5 Kilowatt, die dann geladen werden. Ich bin jetzt hier bei 56%. Hier steht jetzt, dass es noch 8 Stunden 50 dauert. Ich glaube aber, das wird weniger sein, weil gerade so diese letzten Prozente, wenn sich quasi der Akku am Ende noch mal so ein bisschen sortiert, dauert besonders lange. Nichtsdestotrotz, der Wagen steht ja jetzt hier rum. Ich habe heute frei und von daher, ich muss jetzt auch nicht unbedingt sofort wegfahren. Ich lasse jetzt auf jeden Fall noch mal die Sonne für mich arbeiten und das ist halt eben eine schöne Sache. Es würde also deutlich schneller gehen, was hier steht, wenn ich jetzt hier umstelle. Ja, kein Problem, aber dann müsste ich eben ganz normal aus dem Netz auch zuzahlen. Das erspare ich mir und so ist es im Grunde genommen für mich in Anführungsstrichen gratis. Klar, wie gesagt, Solaranlage auf dem Dach hat Geld gekostet und ich kann jetzt auch nicht mehr das, was ich hier verbrauche, kann ich auch nicht mehr einspeisen und da kriege ich dann, keine Ahnung, 6-7 Cent für. Die Ersparnis habe ich dann auch nicht mehr. Aber trotzdem ist es für mich immer noch eine sehr, sehr günstige Geschichte. Da kann mir erzählen, wer will. Das passt eigentlich immer sehr gut. Für alle anderen, die jetzt eben nicht diese Möglichkeiten haben, die können eben trotzdem über so eine Wallbox ihr Elektroauto laden. Und wenn es eben kein Eigenheim ist und wenn es eine Mietswohnung ist und ihr keine Möglichkeit habt, von zu Hause mit einer Wallbox zu laden, könnt ihr aber trotzdem euer Auto auch ganz normal über eine Steckdose laden. Das dauert halt auch sehr, sehr lange und ihr kriegt auch selbst über Nacht wahrscheinlich den Akku nicht komplett voll. Oder sagen wir einfach mal so, so ein Spruch aus der Elektromobilität, steht er, dann lädt er und das stimmt in dem Fall auch. Also ihr könnt euer Auto einfach, wenn ihr abends von der Arbeit kommt, keine Ahnung, stöpselt ihr ganz normal an die Steckdose, dann lädt es natürlich extrem langsam, aber der Wagen steht doch eh über Nacht rum und ihr habt den großen Vorteil, ihr habt natürlich euren ganz normalen Tarif von zu Hause und der ist in der Regel natürlich deutlich günstiger als das, was ihr so an den öffentlichen Ladepunkten habt. Ja, wer selbst diese Möglichkeit irgendwie mit der Steckdosenladung nicht hat, der kann eben auf die öffentlichen Ladepunkte zugreifen, ob das jetzt Schnelllader sind, ob das AC-Lader sind oder DC-Lader. Da gibt es halt auch mittlerweile in Deutschland wirklich ein recht gut ausgebautes Ladenetz, eine Ladeinfrastruktur, die ihr nutzen könnt. Da solltet ihr, da wiederhole ich mich, einfach die Tarife vergleichen, die es wirklich von den verschiedensten Anbietern gibt. Dann habt ihr natürlich auch immer noch die Möglichkeit, vielleicht bei eurem Arbeitgeber zu laden. Früher hatte ich sogar die Möglichkeit, dort gratis zu laden. Das ging aber relativ schnell vorbei, dieses Angebot. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr noch so die Möglichkeiten habt oder ob euer Arbeitgeber wenigstens solche Wallboxen bereitstellt bzw. 11 kW-Lader euch zur Verfügung stellt oder eine Möglichkeit da gegeben ist, das weiß ich nicht. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Ansonsten wäre halt das auch eine Möglichkeit. Ansonsten für Langstrecke nutzt ihr natürlich die ganz normalen Schnelllader, die auf Autobahnraststätten sind. Also es gibt
ohne Ende Möglichkeiten für euch mit eurem Elektroauto mittlerweile von A nach B zu kommen. So, Freunde, und was ich zum Abschluss auch noch mal anmerken möchte, ist einfach auch diese Weisheiten, die dann halt immer kommen. Ja, ein Elektroauto ist ja auch gar nicht so umweltfreundlich, wie man immer denkt. Und die Akkus haben natürlich bei der Produktion richten einen größeren Schaden an, als das ein Verbrenner jemals tut. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Welcher Verbrenner hat denn überhaupt die Möglichkeit, über die Sonne euren Tank zu füllen, also dass ihr von A nach B kommt, also komplett ökologisch? Welcher Verbrenner kann das denn? Ihr müsst natürlich immer auf fossile Brennstoffe setzen. Und ich sag euch, mit der Zeit macht sich ein Elektroauto immer bezahlt und es ist auch immer umweltfreundlicher als ein Verbrenner. Das muss man einfach so sehen. Und wer dann erzählt, das stimmt alles nicht und die Akkus und Kinderarbeit und was weiß ich, was da alles wieder in den Raum geschmissen wird. Ich sag mal so umweltfreundlich, wie man vielleicht meinen könnte, wie der Dieselkraftstoff in euer Auto kommt, so ist es ja auch nicht. Da passieren auch ganz schlimme Dinge, dass ihr erstmal von A nach B fahren könnt. Auch das ist nicht besonders umweltfreundlich. Auch die Produktion von einem Motor, von einem Verbrennungsmotor, ist nicht so umweltfreundlich. Auch die ganze Produktionskette, Produktionskette, die dazu führt, dass ihr erstmal von A nach B fahren könnt, ist nicht so umweltfreundlich, wie ihr das vielleicht denkt. Es ist ja grundsätzlich immer so, dass nicht immer alle die gleichen Voraussetzungen haben, dass nicht immer jeder die gleiche Technik so ausnutzen kann, wie es eigentlich sein sollte. Das ist mir auch vollkommen klar. Und nicht für jeden ist die Elektromobilität das Praktischste überhaupt und das Umweltfreundlichste überhaupt. Aber immerhin trotzdem immer noch umweltfreundlicher als ein Verbrennungsmotor. Das müsst ihr einfach immer wissen. So, und auch bei euch können sich ja mal die äußeren Einflüsse und die Umstände ändern. Vielleicht habt ihr irgendwann mal die Möglichkeit, Solarstrom zu laden. Vielleicht habt ihr irgendwann mal die Möglichkeit, besser von zu Hause zu laden. Vielleicht zieht ihr mal um. Vielleicht werden eure wohnlichen Gegebenheiten verbessern sich oder verändern sich, sodass man halt immer wieder darauf eingehen kann. Also ihr dürft einfach nicht nur auf diese Medienberichte setzen, die dann alles schlecht reden und das alles nur von einer Seite beleuchten. Wie gesagt, das mache ich auch nicht. Ich versuche auch nicht immer nur alles positiv zu sehen. Auch hier in der Elektromobilität gibt es halt noch gewisse Schwachstellen. Aber es verbessert sich halt immer mehr. Das ist nun mal die neue Technik und da werden wir uns nicht vorwehren können. Ihr könnt mich ja gerne in 5 Jahren nochmal auf dieses Video dann wieder gerne zitieren. Ich bin der Meinung, dass Verbrenner ja ihre Schuldigkeit jetzt langsam getan haben. Natürlich werden die zurzeit noch gebraucht. Hybride sind für mich nur eine Übergangslösung und Elektroautos ist mittlerweile schon die Gegenwart und aber auch logischerweise die Zukunft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis demnächst. Sonnige Grüße, euer Christian. Peace.